Wir alle kommen hier zusammen, nicht um das zu besprechen, was wir in den letzten Jahren immer wieder besprochen haben, zu erläutern, dass und warum Gedächtnisinstitutionen, warum Museen, Archive und Probleme Archive, Museen und Bibliotheken so große Probleme haben mit den rechtlichen, insbesondere den urheberrechtlichen Rahmenbedingungen, warum Massendigitalisierung im Grunde gar nicht möglich ist, weil es gar nicht machbar ist, für jedes einzelne Objekt aus den 20er, aus den 30er Jahren den Rechtestatus zu klären, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen haben, die es im Grunde gar nicht ermöglichen, Dinge zu archivieren, Dinge zu kopieren, wenn kein Werkstück da ist. All diese Dinge haben wir in der Vergangenheit häufig adressiert. Es gibt die Hamburger Note, die das auch sehr, sehr klar benennt und nicht von irgendwem, sondern von den Spitzen der Gedächtnisinstitutionen wie auch der Juristen. Also auch in der juristischen Fachwelt ist das unbestritten. Uns interessiert hier, und deshalb sind wir froh, diese Gäste heute hier zu haben, was sich denn jetzt ändert, wann sich denn etwas ändert und vor allen Dingen, warum das so lange dauert. Und da würde ich jetzt gern als erstes Julia Reeder mal bitten, mal eine Einschätzung aus europäischer Perspektive zu geben. Ja, ich stelle mich ans Podium, weil wahrscheinlich auch die Erklärung etwas länger werden wird, wie auch das Gesetzgebungsverfahren. Als ich 2014 ins Europaparlament gewählt wurde, als Person, die sich mit dem Urheberrecht beschäftigen will, war ich sehr frohen Mutes, weil die Ankündigung des Kommissionspräsidenten war ja tatsächlich eine enorm weitreichende. Da war die Rede davon, den digitalen Binnenmarkt zu vollenden, indem man nationale Silos im Urheberrecht einreicht. Alles sollte einfacher und leichter verständlich werden. Und das sind ja eigentlich auch Dinge, also was nicht nur was den grenzüberschreitenden Zugang betrifft, sondern auch, was die Fragen betrifft, sind die Regelungen im Urheberrecht, sind die Schrankenbestimmungen praktikabel für die Leute, die damit arbeiten müssen, sind das alles Dinge, die, denke ich, sich Menschen, die in Gedächtnisinstitutionen arbeiten, schon lange gewünscht haben. Es ist jetzt 2,5 Jahre später und endlich ist auch der angekündigte Gesetzgebungsvorschlag seitens der Europäischen Kommission vorgelegt worden. Allerdings geht der nicht so weit, wie wir uns das vielleicht ursprünglich gewünscht und vorgestellt haben. Also es ist zwar richtig, auf den grenzüberschreitenden Zugang zu Inhalten wird ein stärkerer Fokus gelegt, vor allen Dingen eben auch da, wo es Gedächtnisinstitutionen betrifft, oder wo es den Bereich Bildung und Wissenschaft betrifft, weil genau das sind die Bereiche, wo die Europäische Kommission jetzt neue, verpflichtende und grenzübergreifende Schrankenregelungen vorschlägt. Aber der Teufel steckt dabei auch im Detail. Also die Schrankenregelungen, die die Europäische Kommission da vorschlägt, sind im Einzelnen das sogenannte Text and Data Mining, der grenzübergreifende Zugang, grenzübergreifende Bildung, also eine Schranke für die Illustration zu Bildungszwecken im Digitalen und eine Schranke für Gedächtnisinstitutionen für Kopien zu Präservierungszwecken. Und es gibt jetzt wahrscheinlich auch mit Blick auf das Urteil von gestern eine Regelung, mit der wir uns genauer beschäftigen werden müssen, nämlich eine Regelung zur Extended Collective Licensing für vergriffene Werke. Das Verfahren im Europäischen Parlament beziehungsweise in den Institutionen als Ganzes ist sicherlich nicht das Allerschnellste. Allerdings werden da natürlich die Weichen gestellt für den Spielraum, den der nationale Gesetzgeber überhaupt hat, wenn es darum geht, das deutsche Urheberrecht zu reformieren. Also zwar hat Deutschland auch bei weitem noch nicht den Spielraum ausgeschöpft, den auch das europäische Urheberrecht heute schon für Gedächtnisinstitutionen und für Bildung und Wissenschaft bietet. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass es an manchen Stellen einfach Einschränkungen im europäischen Urheberrecht gibt, die wir jetzt in dieser europäischen Urheberrechtsreform beseitigen müssen, damit es da wirklich Fortschritt geben kann. Warum dauert das so lange? Man kann da natürlich auf der einen Seite Verfahrensargumentationen
Gegenargumente anbringen, dass eben nicht nur das Europäische Parlament sich mit diesem Vorschlag wird beschäftigen müssen, sondern eben auch der Rat, wo 28 Regierungen mit ihren jeweiligen Justizministerien oder Kultur oder wer im Zweifel für das Urheberrecht zuständig ist, zusammenkommen müssen und diese Dinge diskutieren. Im Europaparlament haben wir dafür eine Berichterstatterin ernannt im federführenden Ausschuss, die jetzt gesagt hat, also ihre Stellungnahme dazu wird im Februar veröffentlicht und danach wird dieser auf Grundlage dieses Berichts eine intensive Beratung aller dieser Teile der neuen Richtlinie stattfinden. Das bedeutet für alle die, die jetzt Anliegen haben, die sich vielleicht auch aus den EuGH-Rechtsprechungen der letzten Wochen und Monate ergeben haben, ist jetzt genau das Zeitfenster, wo man diesen Prozess auch noch beeinflussen kann. Ich denke, die Europäische Kommission hat sich schon insofern ein Stück weit auf den Bildungs- und Wissenschaftssektor und auch die Kultur- und Gedächtnisinstitutionen zubewegt, dass sie zumindest jetzt in dieser Richtlinie eine große Rolle spielen, dass es viele Regelungen gibt, die tatsächlich genau Punkte betreffen, mit denen wir uns auch schon in diesen Diskussionen seit vielen Jahren beschäftigen. Aber gleichzeitig ist, denke ich, auch jede dieser Regelungen so gefasst, dass nicht klar ist, ob sie die Situation wirklich verbessern wird oder ob sie sie nicht womöglich auch verschlechtert. Also es ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass die Kommission doch in ihrem Vorschlag sehr vorsichtig ist. Also zum Beispiel, wenn es um die Frage der Kopien durch Bibliotheken und Archive geht, dann werden dort nur Kopien aus den eigenen Beständen erlaubt, aber nicht zum Beispiel das Webharvesting. Wenn es um die Frage der Bildungsschranke geht oder der Illustrationen zu Bildungszwecken, dann wird es den Mitgliedstaaten weiterhin freigestellt, einen Lizenzvorbehalt zu haben. Das heißt, die Schranke greift nur dann, wenn auf dem Markt keine Lizenz verfügbar ist. Und bei den vergriffenen Werken sicherlich ein Thema, mit dem wir uns auch in der Diskussion noch beschäftigen würden, ist es auch so, dass sie in keiner Weise irgendeinem Mitgliedstaat vorschreibt, jetzt tatsächlich Regelungen für also eine Zugänglichmachung von vergriffenen Werken auch tatsächlich durchzuführen, sondern eben nur den Raum zu schaffen für Extended Collective Licensing Möglichkeiten, dass die Gedächtnisinstitutionen auch schon in den Konsultationen zu großen Teilen die Frage einer Schranke für vergriffene Werke zur Sprache gebracht haben, ist leider von der Kommission nicht aufgenommen worden. Also weder ist das in dem Gesetzesvorschlag zu finden, noch ist es auch nur in dem Impact Assessment zu finden, dass die Kommission in der Vorbereitung dieses Gesetzesvorschlags gemacht hat. Insofern ist, denke ich, auch eine der Fragen, die wir uns im Parlament jetzt stellen müssen, ist, ob angesichts des Urteils des EuGH von gestern es nicht besser ist, auch in diesem Bereich den Weg der Schranke zu gehen, weil man dadurch zumindest die rechtlichen Unsicherheiten, die jetzt durch den EuGH aufgeworfen wurden, auch besser adressieren kann. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass EuGH-Urteile letzten Endes das europäische Recht auslegen und es auch möglich ist, dementsprechend das europäische Recht zu ändern. Das heißt, auch andere Urteile, die an verschiedenen Zeitpunkten getroffen wurden, sind teilweise thematisiert in diesem Vorschlag. Zum Beispiel gibt es einen Artikel, der sich nur mit dem sogenannten Reprobell-Urteil und der Verlegerbeteiligung an Erlösen aus Urheberrechtsschranken beschäftigt. Das heißt also, ich denke, die Botschaft, die ich Ihnen damit auf den Weg geben will, ist, dass wenn der politische Wille da ist, auf ein EuGH-Urteil zu reagieren, das durchaus auch im europäischen Gesetzgebungsprozess möglich ist, auch da noch, wo es vielleicht der nationale Gesetzgeber dann an seine Grenzen stößt. Ich glaube, die Ankündigung oder die Versprechung seitens der Europäischen Kommission, dass bereits Ende nächsten Jahres dieses Gesetzgebungsverfahren zu einem erfolgreichen Ende kommen wird, ist vorsichtig formuliert optimistisch. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass eben nicht nur solche
Schrankenregelungen und die Frage des Extended Collective Licensing in dieser Richtlinie behandelt werden, sondern auch die Einführung eines europäischen Leistungsschutzrechts für Presseverleger und ein Artikel, der letzten Endes sich mit der Providerhaftung beschäftigt, also eigentlich mit Rechtsdurchsetzungsfragen und dort möglicherweise eine Verpflichtungen für Online-Plattformen einführt, sogenannte Content-Filter zu verwenden. Das sind eigentlich die zwei Themen, an denen im Moment auf EU-Ebene am heißesten diskutiert wird und die wahrscheinlich auch am schwierigsten zu lösen sein werden. Nur wird das gesamte Gesetzgebungsverfahren so lange verzögert, bis auch diese Fragen geklärt sind, weil das Ganze eben in einer übergreifenden Richtlinie festgezurrt ist. Das bedeutet, ich kann insofern keine Versprechungen machen, dass die EU-Ebene sehr bald schon eine Lösung für die Probleme präsentieren wird. Und insofern ist auch mein Appell an der Stelle an den nationalen Gesetzgeber, nicht darauf zu warten, dass die EU alle Vorgaben ändert, sondern eben auch die Zeit in der Zwischenzeit schon für Reformen zu nutzen. Wenn ich mir anschaue, die InfoSoc-Richtlinie, die Richtlinie über das Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, die viele der Rahmenbedingungen stellt, mit denen wir uns heute im nationalen Recht teilweise herumschlagen, die wurde 2001 verabschiedet und vorgestellt von der Kommission wurde sie 1997. Das bedeutet, ich hoffe zwar, dass wir an diesen Fragen schnell werden arbeiten können, aber eine Garantie dafür gibt es leider nicht. Ich werde im Namen meiner Fraktion, der Grünen EVA, sowohl im federführenden Ausschuss als auch im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz die Verhandlungen für unsere Fraktion führen. Und insofern habe ich auch ein offenes Ohr für konkrete Verbesserungsvorschläge an diesen Regelungen, die die Europäische Kommission vorgelegt hat. Ich denke, es gibt da ja in jedem Artikel letzten Endes Dinge, die man verbessern kann, um dafür zu sorgen, dass tatsächlich die praktischen Hürden, mit denen sie zu kämpfen haben, dadurch auch tatsächlich angegangen werden. Und ich hoffe, dass wir das Ganze auch tatsächlich innerhalb einer vertretbaren Zeit zu einem erfolgreichen Ende führen können. Ja, ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Herr Schmid. Wir erinnern uns, als der Koalitionsvertrag verabschiedet wurde und wir gelesen haben, dass es eine Wissenschaftsschranke geben sollte. Wir freuten uns, weil wir dachten, genau das wird wahr, was Frau Reeder ja gerade angekündigt hat, dass auch der nationale Gesetzgeber nicht wartet, sondern selbst aktiv wird. Nun ist natürlich das europäische Recht und das nationale Recht, es sind kommunizierende Röhren. Auch in Europa passiert ja nichts, was nicht auch national durch Deutschland mit vorangetrieben wird. Deshalb meine Bitte einfach aus nationaler Perspektive mal darzustellen, was können wir hier in Deutschland jetzt, unabhängig von dem sicherlich noch einige Zeit dauernden Reformprozess auf europäischer Ebene, denn in nächster Zeit erwarten. Und auch hier die Frage, warum dauert es so lange? Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Herr Klimpel, als ich glaube im Sommer oder im Spätsommer dieses Jahres diese Veranstaltung zugesagt hatte, habe ich gehofft oder ich bin davon ausgegangen, hier einen Entwurf vorstellen zu können. Dem ist nicht so, dieser Entwurf liegt noch nicht vor und ich werde versuchen, im Lauf meines kurzen Einführungsstatements zu erklären, warum es so ist. Meine Damen und Herren, im Urheberrecht ist im Moment unglaublich viel in Bewegung. Nicht nur sozusagen auf ihren spezifischen Baustellen und ich will mal ganz kurz das große Bild malen. Wir hatten, und damit ging es so in meiner Wahrnehmung so ein bisschen los, natürlich die Initiative der Kommission, schon im Sommer 2014, die Ankündigung von Juncker, das war ja eines der großen Punkte im 10-Punkte-Programm von Juncker, Reform des Urheberrechts, Abschaffung der nationalen Silos, hieß es, glaube ich, damals. Jetzt haben wir die Vorschläge auf dem Tisch.
Wir haben eine besondere Dynamik in diesem Thema bekommen durch die Entscheidung des EuGH reprobabel zur Verlegerbeteiligung an gesetzlichen Vergütungsansprüchen. Ihm folgt der Bundesgerichtshof im April dieses Jahres, sogenanntes Vogelverfahren. Wir haben nebenbei gebastelt ein neues Verwertungsgesellschaftengesetz, ist seit 1. Juni dieses Jahres in Kraft, Umsetzung einer Richtlinie, hat bei uns in der Tat auch viele Kapazitäten in unserer Arbeitseinheit gebunden. Noch nicht abgeschlossen ist die Reform des Urhebervertragsrechts, wird im Moment durchaus heiß debattiert, und zwar beim Gesetzgeber, das sind nicht wir, sondern das ist das Parlament. Diese Diskussionen finden im Moment im Deutschen Bundestag statt. Wir hatten im Dezember letzten Jahres diese Mitteilung der Kommission zum weiteren Urheberrechtsprogramm, einen ersten Regelungsvorschlag, das ist die Portabilitätsverordnung, also der Zugriff auf Online-Dienste wie Netflix und so weiter vom Ausland. Dieses Dossier liegt im Moment im Grunde beim EP. Wir warten auf die Beschlussempfehlung des Europäischen Parlaments. Wird vielleicht bis Ende dieses Jahres oder bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen. Erster kleiner Schritt, hier dieses Problem der grenzüberschreitenden Nutzung zu adressieren. Und wir haben vier Rechtsakte. Am 14. September sind vier Rechtsakte vorgelegt worden. Wir haben einen neuen Rechtsakt zur Online-Nutzung von AV-Inhalten durch Sendeunternehmen. Wir nennen die im Moment SatCap Römisch 2. Es gibt eine Satelliten- und Kabelrichtlinie aus dem Jahr 1993 und jetzt wird versucht, mit ähnlichen Instrumenten im Grunde Online-Sachverhalte zu regeln. Wir haben die Umsetzung des Marrakesch-Vertrages zugunsten blinder und sehbehinderter Menschen. Wir haben lange gefordert, dass die Kommission diese Frage angeht. Jetzt haben wir dankenswerterweise die Vorschläge auf dem Tisch. Und wir haben die Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Sicherlich in diesem Paket, das sowohl fachlich als auch politisch schwierigste Dossier. Nebenbei gibt es eine Riesenreform im Bereich Telekommunikation, das sogenannte Telekom-Package. Ja, das ist für die Medienindustrie ein wichtiges Thema. Wir haben die Revision der audiovisuellen Richtlinie, wir haben die Umschätzung der Datenschutzgrundverordnung, wir haben einen Vertragsentwurf über Verbraucherverträge über digitale Inhalte. Also das ist das, was im Moment in der EU in der Pipeline ist und unsere Aufmerksamkeit erfordert. Und last but not least, und das ist eine Reaktion darauf, dass der europäische Gesetzgeber über viele Jahre nicht reagiert hat auf Digitalisierung und Vernetzung. Wir haben beinahe wöchentlich sehr wichtige Entscheidungen des EuGH, die neue Sachverhalte adressieren, die aber in den Rechtsrahmen, in den Rechtsgrundlagen im Grunde bisher nicht abgebildet sind. Und da will ich Ihnen auch nur ein paar Stichworte nennen, die Experten werden das kennen. Wir haben die Entscheidung McFadden, Frage der WLAN-Haftung. Wir haben EuGH GS Media, ganz schwierige Sache, Haftung, urheberrechtliche Haftung für Links. Wir hatten letzte Woche die Entscheidung zum E-Lending und haben gestern die Entscheidung zu den vergriffenen Werken Out-of-Commerce-Worker. Ich weiß nicht, ich konnte heute früh nicht da sein, inwieweit Sie heute früh schon über die Entscheidung diskutiert haben und wie weit das hier schon Gegenstand war. Wurde angesprochen, wirklich diskutiert, dafür war es einfach zu früh. Kaum jemand hat das Urteil bisher gelesen, glaube ich. Ja. Ist so ein kleiner Nebeneffekt der Digitalisierung. Es gab eine Presseerklärung, die gestern wohl schon ab 8 Uhr flottierte. Frau Rosati, die dem einen oder anderen hier vielleicht auch bekannt ist, hatte um 10 Uhr schon die erste Information auf IP-Cat-Blog geschrieben. Auf der Webseite des EuGH war die Presseerklärung noch gar nicht verfügbar. Also auch das zeigt, welches Tempo diese fachliche und politische Debatte im Moment annimmt. Und damit höre ich aber auf, denn Sie wollen ja Lösungen hören und keine Probleme. Wir haben auch national viele bedeutsame Entscheidungen. Im Spätsommer, Frühherbst war es, glaube ich, hatten wir die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu Metall auf Metall.
Also inwieweit ist Sampling im Grunde zulässig, um es ganz platt zu sagen, inwieweit dürften Künstler diese sogenannten kleinsten Tonfetzen nutzen, unterliegen die dem Urheberrechtsschutz oder nicht? Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung, nachdem der Prozess seit 20 Jahren läuft, jetzt wieder an den BGH zurückgegeben. Der wird es wahrscheinlich dem EuGH vorlegen, so wie das Bundesverfassungsgericht judiziert hat, sodass wir dann hoffentlich nach 30 Jahren vielleicht eine endgültige Entscheidung bekommen in dem Fall. Da wird sich niemand mehr an Sabrina Settler erinnern. Ja, und gestern hatten wir eine Entscheidung des Kammergerichts zur Verteilung der Tantiemen bei der GEMA. Also, wir haben jede Menge Stoff und woran liegt das? Die Konferenz heißt Zugang gestalten, wie gestaltet das Urheberrecht Zugang? Ja, das Urheberrecht weist dem Rechtsinhaber, zunächst dem Kreativen, ein privates, sowohl vermögensrechtlich als auch persönlichkeitsrechtlich geprägtes Recht zu, und zwar ein Exklusivrecht. Ja, das heißt, im Urheberrecht wird Zugang gestaltet durch den Rechtsinhaber, der über Lizenzierung, das ist der klassische Weg, das Werk verwertet und insoweit den Zugang organisiert. Er kontrolliert also im Grunde über diese Exklusivrechte und über Lizenzierung, über Verbreitung, öffentliche Wiedergabe den Zugang. Wir haben auch Schranken. Schrankenvorschriften sind im Grunde gesetzliche Erlaubnisse. Das heißt, wenn ich mich auf eine Schranke berufen kann, muss ich den Rechtsinhaber nicht fragen, sondern ich kann auf Grundlage des Gesetzes das Werk nutzen, so wie die Schranke das erlaubt. Schranken sind im geltenden Urheberrecht Ausnahmetatbestände. Ja, das geltende Urheberrecht geht davon aus, dass im Prinzip das Exklusivrecht der Default ist, also die Kontrolle des Rechtsinhabers, und der Gesetzgeber ausnahmsweise gesetzliche Zugangsrechte durch Schranken erlaubt. Und das ist eine international verbindliche Konvention. Es gibt nicht nur das deutsche Urheberrechtsgesetz, sondern den Unionsacquis, also Urheberrecht ist weitgehend harmonisiert, nicht komplett, aber weitgehend. Ja, wir haben noch einen dritten Layer von Regulierung, das sind internationale Verträge, im Moment verwaltet von der WIPO in Genf, revidierte Berner Übereinkunft und die digitalen Urheberrechtsverträge und jetzt aufgemerkt aus dem Jahr 1996. Ja, also die maßgebliche Regulierung der digitalen Sachverhalte stammt im Grunde aus 1996, und da die Verträge nicht vom Himmel fallen, stammen die aus der Zeit Anfang der 90er Jahre. Also die maßgeblichen Papiere sind im Grunde 1993 geschrieben worden. Und also Kontrolle von Vervielfältigung und Verbreitung durch den Rechtsinhaber. Jetzt gibt es aber ein Problem, oder es gibt ein Spannungsverhältnis, vielleicht noch kein Problem, sondern ein Spannungsverhältnis. Wir alle haben in unseren Jackentaschen Kopiermaschinen und Verbreitungsmaschinen und Wiedergabemaschinen. Wir nennen die Smartphones. Das erste Smartphone gab es, wer weiß es? 2007, ja, iPhone 1. Die digitalen Verträge stammen aus dem Jahr 1993. Damals hat man über Information Superhighways diskutiert. Das war damals die Vorstellung des Internets, Autobahnen, Einbahnstraßen. Und wie gehen wir damit um? Ja, wir haben Zugriff, praktisch unbegrenzten Zugriff, unbegrenzte Vervielfältigung zu verschwindenden Grenzkosten, die in vielen Fällen erlaubt sind, weil sie auf Lizenzbasis stattfinden, in einigen Fällen aber auch nicht erlaubt sind. Wir haben gleichzeitig unglaubliche Änderungen des Angebots. Ja, wenn Sie überlegen, dass Sie heute für 10 Euro im Monat im Grunde die gesamte Musikbibliothek der Welt nutzen können. Und jetzt kommt wieder anekdotische Evidenz. Ich mich an meine Jugend erinnere. Das war die Zeit von
Dual-Mono-Plattenspielern, 70er Jahre, da kostete eine Langspielplatte das Monatstaschengeld. Mein Sohn, der ist 12, der weiß natürlich nicht mehr, was eine Schallplatte ist, der nutzt YouTube. Ja? Also das sind revolutionäre Veränderungen, die wir in diesem Bereich haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, und jetzt stelle ich das ein bisschen auf einer Metaebene dar, aber ich glaube, das ist wichtig, um auch die Schwierigkeit der politischen und auch der rechtspolitischen Debatte im Urheberrecht, Droit d'auteur, Copyright zu verstehen. Das bedeutet, dass bestehende Geschäftsmodelle und bestehende Mechanismen durchaus, also teilweise massiv bedroht sind. Ja. Man kann das Disruption nennen, man kann das kreative Zerstörung nennen, wie auch immer. Diejenigen, die es betrifft, für die ist es existenziell. Ne? Für Unternehmen, es ist auch für Individuen existenziell, für Kreative, die merken, dass sie teilweise durch die Digitalisierung unter die Räder kommen. Wir haben massive Ängste in diesem Bereich. Die sind teilweise sicherlich nicht berechtigt, teilweise aber durchaus schon. Und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen hier unter diesem Schlagwort, glaube ich, müssen wir mit diesen Ängsten umgehen, müssen sie ernst nehmen und müssen vernünftig damit arbeiten. Wir haben zweitens das Problem, dass das Urheberrecht einen sehr, sehr allgemeinen Rechtsrahmen darstellt. Und auch der 200 Millionen Blockbuster, also die super teure Hollywood-Produktion, nach den gleichen Rechtsregeln funktioniert wie das Werk eines Coders, der HTML für eine Webseite für 10 Euro die Stunde programmiert. Ja? Das läuft nach rechtlich denselben Regelungen. Und das bedeutet eben auch, wenn wir intervenieren politisch, entweder bei den Verwertungsrechten oder bei den Schrankenregelungen, also bei den gesetzlich erlaubten Zugriffen, betrifft das potenziell alle Akteure. Und auch das macht Angst, das macht zunächst mal Angst oder weckt Interesse und weckt Befürchtungen. Und das führt eben zum Beispiel dazu, dass heute hier nicht nur Frau Niggemann von der Deutschen Nationalbibliothek ist, im Raum ist, sondern auch Herr Sommer. Herr Sommer, wo sind Sie? Ah, da hinten, ganz da hinten. Herr Sommer ist Repräsentant der MPA, Motion Pictures of America. Und Herr Pfennig ist auch da. Ich habe ihn vorher gesehen. Wo ist Herr Pfennig? Herr Pfennig ist hier. Herr Pfennig vertritt die Initiative Urheberrecht, die im Moment kämpft für ein stärkeres Urhebervertragsrecht. Also all die sind hier, obwohl man sagen könnte, was haben die eigentlich mit ihrem Thema hier zu tun? Ja? Das hängt damit zusammen, dass wir eben auf einer sehr abstrakten Ebene Urheberrecht in der Regel regulieren und damit auch in der Regel eine große, breite politische Diskussion bekommen und viele Akteure sich betroffen sind, obwohl sie unter Umständen gar nicht gemeint sind. Wir haben das durchaus erfahren hier bei unserem Projekt Urhebervertragsrecht, das unter anderem auch deshalb so problematisch war, weil sich Akteure angesprochen fühlten, die eigentlich gar nicht angesprochen waren. So. Jetzt rede ich schon eine Viertelstunde und wir haben eigentlich gesagt, ich soll mich darauf beschränken. Ich hätte gerne mit Ihnen heute einen konkreten Entwurf diskutiert, auch deshalb, weil ich glaube, dass wir die Diskussion möglichst konkret führen sollten. Ich nehme das oft so wahr, dass diese Diskussion auf einer Metaebene stattfindet, also ganz platt gesagt, Zugang für alle versus Zugang nur auf Basis von Lizenzierung. Damit kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir uns die konkreten Sachverhalte angucken, die unter Umständen zu diskutieren sind, wo Sie als Nutzer oder als Nutzerverbände, als Bibliotheken, Bibliothekare, als Archivare sagen, hier haben wir Bedarf, hier funktioniert was nicht, wie können wir damit umgehen? Und dann versuchen würden, eine möglichst unaufgeregte, rationale Debatte dazu zu führen, welche Interessen sind in dem konkreten Fall berührt, welche Lösungsmöglichkeiten bestehen
und dann auf dieser Grundlage, auf einer informierten Grundlage, eine politische Entscheidung fällen, in welche Richtung wir regulieren, wären wir, glaube ich, ein großes Stück weiter in dieser Diskussion. Ich kann heute leider keinen Beitrag dazu leisten, denn sonst hätte ich Ihnen heute sozusagen unsere Vorstellung, die in der Tat dazu geht, die Sachverhalte möglichst konkret zu regeln, hätte ich Ihnen die präsentiert. Es gibt die politische Entscheidung, jedenfalls zunächst die Regelung der Verlegerbeteiligung auf nationaler Ebene abzuwarten, bevor dieser Entwurf vorgelegt wird. Das ist, und jetzt kommt Juristendeutsch, eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung, was auf gut Deutsch heißt, es wird, bevor wir diese Regelung nicht im Gesetzblatt oder zumindest im Parlament verabschiedet haben, wahrscheinlich, ich weiß nie, was heute um 16 Uhr in der Mail ist, aber so ist mein Stand heute 12 Uhr, als ich aus dem Büro gegangen bin. Wir werden vor einer nationalen Regelung zum Thema Verlegerbeteiligung, werden wir keinen Entwurf haben, aber es wird natürlich auch dann, wenn es diese Regelung gibt und sie ist in greifbarer Nähe, sie kommt unter Umständen in wenigen Tagen, auch dann wird es noch einmal eine politische Entscheidung geben, ob und wie dieser Entwurf, den wir erarbeitet haben, vorgelegt werden wird. Jetzt hatte ich mir noch was aufgeschrieben zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt nämlich einen Beirat für Nachhaltigkeit im Deutschen Bundestag. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Und wir sind auch verpflichtet, in Gesetzentwürfen uns zum Thema Nachhaltigkeit zu äußern. Das heißt, wir müssen begründen und müssen argumentieren, entspricht unser Entwurf diesen Managementregeln, die diese Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung enthält. Ich verzichte jetzt darauf, diese Passage zu verlesen aus Zeitgründen. Wir sind durchaus der Auffassung, dass eine Neuordnung unserer zum Teil hyperkomplexen Vorschriften, die also auch für Spezialisten kaum mehr verständlich sind, dringend geboten ist. Wir sind der Auffassung, dass es Sinn, oder ich bin der Auffassung, so muss ich es sagen, ich bin der Auffassung, dass es sinnvoll ist, jetzt einen Entwurf vorzulegen, natürlich auf Grundlage des geltenden Unionsrechts. Im Moment denken wir auf Grundlage InfoSoc 2001. Alles andere ist ein Vorschlag. Aber natürlich haben wir mitgedacht, die Reformüberlegungen, die jetzt vorgelegt wurden, die haben uns auch nicht überrascht, weil wir durchaus auf einer informellen Ebene mit der Kommission in Verbindung stehen und die Kollegen uns zwar nicht gesagt haben, was sie vorhaben, aber wir doch erahnen konnten, was kommt. So dass wir glauben, es wäre gut, jetzt über konkrete Vorschriften zu debattieren und diese Debatte gleichzeitig zu verknüpfen mit einer Diskussion über die Vorschläge, die in Brüssel auf dem Tisch liegen. Denn wie Frau Reda gesagt hat, die maßgeblichen Entscheidungen werden in Brüssel getroffen. Ja, die Brüsseler Entscheidungen bestimmen den nationalen Gestaltungsraum. Alles, was Brüssel nicht erlaubt, können wir auch national nicht gestatten. Und zum Abschluss, Sie merken, wie schwierig das ist, wie langwierig das ist. Sie haben es erwähnt, Herr Klempel, die Prozesse sind zäh, die Urheberrecht ist hart umkämpft. Nur zum Trost ist es keine Neuigkeit. Es ist im Grunde seit 300 Jahren so. Ich empfehle dieses Buch von Frau Monika Dommann, Autoren und Apparate. 2014 bei Fischer. Keine Ahnung, ob es das auch als E-Book gibt. Ich hab's mir als totes Holz besorgt. Sie beschreibt die Geschichte der Konflikte und der Auseinandersetzung zwischen Autoren, zwischen Unternehmen, der Kreativindustrie und insbesondere mit Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die immer versucht haben, neue Techniken für besseren Zugang zu nutzen. Also dieser Konflikt ist nicht neu. Und die Debatten, die wir heute führen, im Kontext Internet und Digitalisierung, ähneln verblüffend, ja teilweise den heftigen Diskussionen und Auseinandersetzungen, die vor knapp 100 Jahren geführt wurden, als das Radio als erstes Massenmedium eingeführt wurde, weil das Radio
Das erste Verbreitungsmedium für kulturelle Güter war, wo ich den Zugang nicht mehr kontrollieren konnte. Ja, also wenn Sie physische Werkstücke verbreiten, also Bücher, dann kontrollieren Sie das über die Verbreitung des Werkstücks oder eben über den Zugang zu Konzerten und Theatern. Das hatte sich mit dem Radio fundamental geändert. Es gab harte Konflikte zwischen Kreativen, zwischen Musikurhebern, zwischen Musikverlegern und den neuen Medien. Das waren damals die Radiostationen. Es lohnt sich. Die Quintessenz ist vielleicht die, dass das Recht relativ lange gebraucht hat, um diese Konflikte zu regulieren. Das hat auch damals Jahre, teilweise Jahrzehnte gedauert. Das Ergebnis war aber im Grunde eine Win-Win-Situation. Ja, wir hatten eben durch diese neuen Massenmedien im Grunde verbesserten Zugang. Wir hatten mehr Chancen für Publikation, für Kreative und hatten mehr Betätigungsmöglichkeiten für Unternehmen, die kreative Inhalte verwerten. Also am Ende des Tages vielleicht eine durchaus eher optimistische Einschätzung, dass wir auch mit Digitalisierung und Vernetzung im Kontext von Urheberrecht am Ende des Tages zu einer Situation kommen könnten, die durchaus alle Beteiligten begünstigt. Danke. Ich gebe gleich das Wort an Erik Steinhauer weiter. Ja, ich habe gerade mal hier drauf geguckt, Medienkritik auf offener Bühne. Ich glaube, das war eine Podiumsdiskussion. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen mehr Lebendigkeit reinzubringen in das Thema. Ja, ist so. Herr Schmid, Sie haben zu Recht gesagt, wie viel jetzt hier auf dem Schreibtisch liegt und wie lange diese Prozesse dauern. Und warum das möglicherweise auch ein Grund ist, warum jetzt die Wissenschaftsschranke noch ein bisschen braucht. Nun, ich komme aus einer Gedächtnisinstitution und wir haben halt ein langes Gedächtnis und ich erinnere mich an einen Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2005. Da steht drin, wir wollen ein bildungs- und wissenschaftsfreundliches Urheberrecht. Dann gab es den sogenannten zweiten Korb mit dem elektronischen Leseplatz und dem Kopienversand, der letztlich zum Erliegen des digitalen Kopienversandes geführt hat. Na ja gut, in der Abschlussdebatte war jedenfalls sowohl von Rednern der CDU als auch der SPD betont worden, wir brauchen einen dritten Korb für Bildung und Wissenschaft und den machen wir in der nächsten Legislaturperiode. In der nächsten Legislaturperiode kam dann das Presseverlegerleistungsschutzrecht, was, wie wir wissen, Quark ist und nicht funktioniert. Und dann am Ende gab es dann noch so ein kleines drittes Körbchen mit den verwaisten, vergriffenen Werken und dem Zweitverwertungsrecht wissenschaftlicher Autorinnen und Autoren. Und jetzt neuer Koalitionsvertrag, Bildungs- und Wissenschaftsschranke, aha, das Thema wieder aufgegriffen. Und jetzt gucken wir schon sehr nervös auf den Wahltermin, weil wir wahrscheinlich sehen, also ein Gesetzgebungsverfahren in dieser Art und Güte ist wahrscheinlich kaum noch hinzukriegen. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, letztes Mal war es auch relativ knapp. Also ich glaube, wir sind im April in den Bundesrat gegangen mit der Sache, also haben kurz vor knapp das dann noch verabschiedet bekommen. Mit der interessanten Pointe, dass der Bundesrat kurz vor der Wahl plötzlich auf Länderseite ein Vetorecht im Urheberrecht hat, was damals nicht uninteressant war für das politische Ergebnis. Mal gucken, ob das jetzt was bringt. Was ich nur sagen will, ist, das ist ja jetzt kein neues Thema. Und ich möchte jetzt zwei kleine Scheinwerfer auf zwei Mini-Probleme lenken. Das eine ist der elektronische Semesterapparat. Wie Sie vielleicht wissen, dürfen wir seit 2003 Scans von Aufsätzen in geschützten Umgebungen, passwortgeschützt Studierenden zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es einen neuen Rahmenvertrag und es gab eine Menge Prozesse. Also 2003 ist diese Norm in Kraft getreten. Und wir haben jetzt zum 1. Januar 2017, also 14 Jahre später, die Situation, dass wir wissen, was wir dürfen und was es kostet. Und jetzt funktioniert es nicht. Ein völlig kleines Ding, nur ein elektronischer Semesterapparat, ein paar Aufsatzkopien statt im Aktenordner neben dem Kopierer jetzt elektronisch an die Teilnehmer von einem Seminar. Kriegen wir nicht geregelt. Die nächste Sache waren die verwaisten Werke. Europa wollte reagieren auf Google. Es gab Expertenkommissionen, ich glaube, von Niggemann war auch in so einer drin. Da wurde auch über Massendigitalisierung so gesprochen. Da gab es eine Richtlinie für verwaiste Werke, ungewöhnlich schnell, muss man wirklich sagen. Die wurde auch ungewöhnlich schnell umgesetzt.
da müssen wir sorgfältig suchen, wer ist denn jetzt der Rechteinhaber. Wir reden über ältere Literatur, die wir jetzt einscannen wollen und nutzen wollen. Leitbild ist Google, ja, Massendigitalisierung, Google Books. Ich habe jetzt gestern mal in der OrphanWorks Database geguckt, wie viel denn passiert ist. Die Regelung ist seit über 2 Jahren in Kraft. Also ich habe da 41 Bücher gefunden. Ich muss dazu sagen, dass im Gesetzgebungsverfahren von 4.500 Werken im Jahr ausgegangen ist und es war eine Zahl, wie viele Werke in der Deutschen Nationalbibliothek als verwaist gelten. Ein simpler Dreisatz brachte damals schon eine Bearbeitungszeit von weit über 100 Jahren. Aber das hat man ironiefrei hingenommen. Nee, okay, aber statt 4.500 im Jahr haben wir jetzt 41. Wir haben eine Regelung über die vergriffenen Werke, die irgendwie einfacher geht, die auch später in Kraft getreten ist und auch später produktiv geworden ist. Und da haben wir Stand gestern 11.523 Werke digitalisiert und auch Stand gestern hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil gesprochen, dass das Modell wieder in Frage stellt. Und jetzt so meine Frage auch an Sie beide, ist das überhaupt noch, also können wir nicht fast schon von strukturellem Politikversagen reden? Wir reden hier über Bereiche, die wirklich kleinstteilig sind, wo es um einen simplen Medienwandel geht und wo wir in Jahrzehnten denken müssen, um uns da irgendwie zu bewegen. Und wenn wir uns bewegt haben, kommt plötzlich eine neue Entwicklung, die wieder alles quasi über den Haufen wirft. Herr Schmid hat so schön von der Kopiermaschine gesprochen, die wir in der Tasche haben. Keiner wird das Kopiermaschine nennen, das hat was mit Kommunikation zu tun. Ja, aber Urheberrecht reguliert plötzlich Kommunikation. Also sind wir zu sehr an alten Mustern verhaftet, in alten Verfahren, dass wir uns hier überhaupt nicht bewegen können? Ist das Feld überhaupt noch gestaltbar oder lassen wir das, ja, also ich bin da relativ ratlos, muss ich sagen, wenn ich mir diese Entwicklung mal in dieser Schärfe so vor Augen stelle. Ja, also ich muss sagen, sowohl die verwaisten Werke als auch die vergriffenen Werke-Regelungen, die würden wir ja fast gar nicht brauchen, wenn das Urheberrecht eine vernünftige Schutzfrist hätte von einigen Jahren. Das heißt, insofern denke ich absolut, dass viele der Probleme im Detail darauf zurückzuführen sind, dass wir im internationalen Rechtsrahmen sehr eingeschränkt sind. Und nicht nur was die Schutzdauer von 70 Jahren nach dem Tod angeht, sondern auch zum Beispiel was die Frage der Formalitäten angeht. Also Sie haben jetzt gesagt, die vergriffenen Werke, da braucht man diese sorgfältige Prüfung nicht durchführen, die bei den verwaisten Werken vorgesehen ist. Da muss ich sagen, noch, weil, also mal von dem EuGH-Urteil ganz abgesehen, auch der Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Kommission hat eine relativ enge Definition davon, was ein vergriffenes Werk überhaupt ist. Und da sind solche Dinge einbegriffen wie, dass keine Übersetzung des Werkes im Umlauf sein kann in den normalen Vertriebswegen. Das heißt, also erstens finde ich das unlogisch, weil es ja im Grunde genommen heißt, dass keine Notwendigkeit für den Zugang zu einem Werk besteht, sofern eine Übersetzung in einer völlig anderen Sprache vorhanden ist. Aber davon abgesehen ist es natürlich auch, multipliziert das den Rechercheaufwand, ob es sich überhaupt um ein vergriffenes Werk handelt oder nicht, enorm. Und auch das könnte man im Grunde genommen andersherum regeln und sagen, vergriffen sind alle Werke, die nicht als im kommerziellen Umlauf registriert sind. Aber das geht wiederum wahrscheinlich nicht wegen des internationalen Rechts. Also insofern, oftmals führen wir Regelungen ein, die so kompliziert sind, weil die einfachen Regelungen schon von vornherein ausgeschlossen werden. Und insofern werden wir über kurz oder lang nicht über eine Debatte der Reform des internationalen Rechts hinauskommen, weil es sonst eben, denke ich, auch so langsam und so beschwerlich bleiben wird. Herr Schmid, Politikversagen war die Frage von Herrn Steinhauer und ich möchte ganz kurz nochmal hinterher schieben, weil ich tatsächlich auch die Regelung zu verwaisten Werken für ein Beispiel von Politikversagen sehe. Und bei dieser Umsetzung der Richtlinie war es ja so, dass Deutschland den Spielraum, den der europäische Gesetzgeber gezeichnet hat, nicht ausgereizt hat, sondern im Gegenteil an einer entscheidenden Stelle etwas enger geblieben ist. Das betrifft den Fall, dass der Rechteinhaber der Institution, die digitalisiert und online stellt, bekannt wird. Nach der Richtlinie bedarf es eines Widerspruchs oder kann er gegen die Online-Stellung vorgehen.
nach dem deutschen Gesetzgeber sehr viel einschränkender, aber natürlich sozusagen nach deutscher Dogmatik durchaus folgerichtig, endet das Recht zur Online-Stellung in dem Moment, wo es nur bekannt wird, egal ob der Rechteinhaber überhaupt etwas dagegen hat oder nicht oder dagegen vorwirkt. Warum wird auch in solchen Sachen, wo das, wie soll ich sagen, die Vorgabe ohnehin schon unzureichend ist, dann noch enger umgesetzt? Was war jetzt die Frage? Strukturelles Politikversagen, sehen Sie das ähnlich? Und warum werden die Spielräume nicht ausgenutzt, die der europäische Gesetzgeber doch gibt? Ist Ihre Interpretation, ja. Und jetzt wäre der Schritt vielleicht für einen rationalen Diskurs zu sagen, wir holen die anderen Beteiligten an einen Tisch. Das sind in dem Fall die Rechtsinhaber, das sind klassischerweise beispielsweise Vertreter von Verlegern, es sind Vertreter von Autoren und schauen uns den Fall an. Ja, und Sie werden eine andere Geschichte hören, Sie werden unter Umständen die Geschichte hören, dass schon der Vorschlag der Europäischen Union viel zu weit geht und dass man doch wenigstens hier ansatzweise drunter bleiben sollte. Ja. Ich würde auch hier gerne, soweit das möglich ist in Zukunft, zu konkreteren Diskussionen kommen und einfach schauen, über welche Fälle sprechen wir eigentlich. Ja, also das ist meine Erfahrung in der auch durchaus in der Facharbeit, und das ist auch nicht nur im Urheberrecht so, sondern das ist in vielen anderen Rechts- und Politikbereichen so. Wir argumentieren auf einer Metaebene, ohne oft überhaupt zu wissen, über welche Konstellation wir sprechen. Wenn wir das schaffen würden, diese Konstellation schärfer zu ziehen und dann konkret überlegen würden, was sind die Interessen, kämen wir, glaube ich, weiter. Ich teile die Auffassung von Frau Reda, dass wir zum Teil, und das ist, würde ich sagen, in der Rechtswissenschaft fast herrschende Auffassung, in der Wissenschaft, die Schutzfristen im Copyright, im Urheberrecht problematisch sind. Ja, wir haben eine massive Ausdehnung gehabt in den letzten Jahrzehnten, insbesondere auch in den USA. Das ist natürlich im internationalen Urheberrecht wichtig, insbesondere wie die USA agieren und ihr folgen dann oft auch die Europäische Union, wobei diese superlangen Schutzfristen im Grunde eine deutsche Erfindung sind. Das ist ein ganz anderes Thema. Und das ist ja von der Idee nicht schlecht, ja, und wenn Sie Autoren fragen, die finden das in der Regel gut, ja, Schriftsteller, Musiker, die finden das in der Regel gut und sagen ihnen, eigentlich sind die noch zu kurz, warum gibt es denn überhaupt ein Ende, warum endet denn so eine Schutzfrist überhaupt, das ist doch mein geistiges Eigentum. Ja, wenn ich ein Haus kaufe, dann gehört mir das ja auch im Prinzip in alle Ewigkeit. Also Sie merken, es gibt eine durchaus plausible andere Auffassung zu diesen Fragen, und zu diesen Fragen müssen wir dann sozusagen in concreto, zum Beispiel bei den verwaisten Werken, in eine konkrete Diskussion kommen und müssen überlegen, inwieweit sind denn Autoren betroffen, wenn wir Werke verfügbar machen, die ansonsten nicht mehr verfügbar sind. Ja, inwieweit sind Verwertungsinteressen von Verlagen betroffen, die vielleicht gar nicht mehr existieren, wo auch unklar ist, wer Rechtsnachfolger des Verlags ist, und dann überlegen, was ist darauf eine kluge politische Antwort. Auf dieses Level würde ich gerne kommen. Diese französische Klage gegen die Out of Commerce, also dieses Urteil von gestern, das waren zwei französische Autoren. Das waren nicht die bösen Verleger, die sozusagen hier geklagt haben, sondern die Klage, jedenfalls zumindest formal, ist geführt worden von Autoren, ja, die gesagt haben, unser originäres droit d'auteur ist durch diese französische Regelung nicht hinreichend berücksichtigt. Ja, es ist ja nicht neu, dass man sich an einen Tisch setzt. Und Sie haben völlig zu Recht gesagt, wir haben es mit einem gewaltigen Wandel zu tun,
der natürlich überkommene Geschäftsmodelle massiv in Frage stellt. Und nicht alle Marktteilnehmer, die etwas zu verlieren haben, sind auch flexibel genug, sich erstens anzupassen und zweitens wissen wir auch nicht, ob in den neuen Verhältnissen jeder ankommen wird. Sodass es also in der Natur der Sache liegt, dass jeder, der in der alten Welt, ich nenne die mal so, gut situiert war, natürlich starke Bedenken vorbringt. Nun ist die Frage, wie geht Politik damit um? Also moderiert Politik nur noch oder kann Politik nicht auch zwar die Beteiligten anhören, aber einfach auch mal gestalten? Ein Beispiel, was mir immer völlig uneinleuchtend ist, ist zum Beispiel die Position der Verleger, die mir auch wieder zum Ausdruck kommt, in dem Richtlinienvorschlag, dass Vertragsangebote, dass Lizenzangebote einen Vorrang haben. Natürlich kann man verlangen, dass für eine Nutzung auch gezahlt wird. Und jetzt kommt der Denkfehler. Man kann die Leute aber nicht zwingen, die Dinge zu nutzen. Ich glaube, es wird viel zu binär gedacht. Also entweder ich kriege das gegen Geld beim Verlag oder ich schmarotze bei einer Gedächtnisinstitution wie Bibliothek, die dann eine Schrankenbestimmung hat und das relativ preiswert zur Verfügung stellt. Was übersehen wird, ist, dass wir diese gewaltige Anzahl von Inhalten im Internet haben, die völlig frei sind. Und dass sich viele Leute, gerade jüngere Leute, ich erlebe es auch in der Lehre, sagen, mich interessiert das Lehrbuch nicht mehr. Dieser ganze Verwaltungsaufwand, das kriegen wir gar nicht irgendwie als Lehrende hin. Ich nehme freie Inhalte und dann bin ich aus dem ganzen Spiel raus und ich komme auch nicht mehr zurück. Das heißt, wenn ich diesen Drei-Stufen-Test, den berühmten, dessen normale Auswertung nicht beeinträchtigt werden darf, wie diesen Drei-Stufen-Test mal auf der zweiten Stufe ernst nehme, dann würde ich fast sagen, ein Vorrang von Verlagsangeboten zerstört unglaublich schnell das jetzige Verwertungsmodell, weil diese Verlagsangebote nur noch eine sehr schwere Chance haben, überhaupt noch ins Bewusstsein, gerade der jüngeren Studierenden, wenn ich jetzt auf Lehrbücher zu sprechen komme, in das Bewusstsein der jüngeren Studierenden zu kommen. Das heißt, liberale Schrankenbestimmungen geben dem analogen Markt überhaupt noch die Chance, relativ einfach im digitalen Kontext sichtbar zu sein. Ansonsten verabschieden sich nämlich viele Leute aus dem analogen Markt und aus den Bezahlangeboten, weil es einfach, und das ist auch die Freiheit der Urheberinnen und Urheber, im Internet genügende freie Alternativen gibt. Und wenn ich nur auf die Bedenkenträger höre, dann komme ich nicht zu einer vernünftigen Regelung. Das heißt, Politik müsste eigentlich dann an der Stelle etwas mutiger gestalten. Das ist so mal meine Meinung dazu. Aber wenn Sie jetzt sagen, man muss sich an einen Tisch setzen. Sie haben diese Pakete angesprochen und Julia Reda hat es auch angesprochen. Es sind komplexe, sehr disparate Dinge in so ein Paket geschnürt, die wieder alles aufhalten. Warum schnürt man denn in der Politik solche Pakete? Also etwas, worüber wir schon 10 Jahre nachdenken, zum Beispiel die Archivierung des Internet. Da brauche ich keine Verleger, denn für freie Inhalte gibt es da keine Verleger. Und mir haben auch Verlegerfunktionäre gesagt, sie hätten da gar keine Aktien an dem freien Internet. Warum diskutiert man das nicht separat, außerhalb dieser üblichen Dinge, ob es um Lehrbücher geht, um Wissenschaftsschranke und so, warum macht man da nicht so etwas relativ einfach, was unstrittig ist und schichtet die Dinge auch in Gesetzgebungsverfahren ab, anstatt immer irgendwelche Pakete, irgendwelche Körbe zu schnüren, wo alle Interessen wieder aufeinander kommen. Also wäre das nicht, neben der Sache, ob Politik mehr gestalten soll, jetzt meine Frage, wäre das nicht mal ein Herangehen, wo wir die Punkte, die man als relativ unstrittig schon mal identifiziert, einfach schon mal abarbeitet, um dann wenigstens in diesen Bereichen, das sind gerade Bereiche, die sehr kulturaffin sind, digitales, kulturelles Gedächtnis und so, um da mal ein bisschen voranzukommen. Also ich stimme Ihnen völlig zu und Sie werden gemerkt haben, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, ist ein bisschen holprig, aber wir legen halt insbesondere Wert auf der Justiz, das ist nicht für die Justiz, sondern der Justiz, ja. Dass wir keine Körbchen machen. Wir haben keine Körbchen gemacht in dieser Legislaturperiode, sondern wir haben das Programm abgearbeitet. Ja, wir haben, hat leider viel Mühe und viel Ressourcen gekostet, diese nicht sehr gut gelungene Verwertungsgesellschaftenrichtlinie mit einer Riesenarbeit umgesetzt. Das ist ein komplett neues Gesetz und sowas fällt nicht vom Himmel. Das müssen Sie einfach erdenken und formulieren und durch dieses komplexe Verfahren bringen. Wir haben als nächstes das Urhebervertragsrecht gestartet und so ist im Moment jedenfalls der Plan, wenn das Urhebervertragsrecht plus Verlegerbeteiligung fertig ist, kommt die Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Das hat sich nun in dieser Reihenfolge so ergeben, aber wir hätten ja auch antreten können und sagen können, wir machen die große Urheberrechtsreform wie die Kommission, ja, wir machen so ein Paket, sammeln erstmal und legen dann alles mit einem Schlag vor. Genau das haben wir nicht gemacht. Ja. Also da stimme ich Ihnen zu. Ihre Anmerkung zu den freien Inhalten.
Das heißt ja auch, dass man Intranets nach wie vor bestücken kann, ja, nämlich mit diesen freien Inhalten. Sie können es mit OER-Inhalten bestücken, ohne weiteres. Das heißt, wenn Sie sagen, wir brauchen diese geschützten Inhalte oder diese Inhalte, die eben im Moment nur auf Lizenzbasis zur Verfügung gestellt werden, wir brauchen die gar nicht für unser Angebot, gibt es eigentlich kein Problem. Ja, da möchte ich jetzt aber direkt ganz kurz dann einhaken. Da gibt es für mich schon ein Problem. Das war polemisch, gebe ich zu. Nee, aber ja. Jetzt stelle ich mich mal auf die Seite der Verleger. Also ich meine, wir Bibliotheken sind ja auch vom digitalen Wandel betroffen. Wir sind im gleichen Boot wie die Verlage und dass wir so selbstverständlich vorhanden sind, ist genauso wenig gesichert, wie dass die Verlage selbstverständlich vorhanden sind im digitalen Wandel. Insofern muss man das ein bisschen differenziert sehen. Und wenn ich sage, Politik sollte gestalten, dann ist das genau der Punkt, wo ich sage, ich würde es als Politik auch nicht einfach so laufen lassen. Dann nutzen die einfach die freien Inhalte und dann ist das gut, dann wollen die Verlage halt sehen, wo sie bleiben. Nein, bei der Festlegung der Schrankenbestimmung geht es ja auch darum, die vielen Interessen auszutarieren. Und ich glaube, dass viele Interessenvertreter ihre Interessen unklug formulieren oder einen Standpunkt einnehmen, der eigentlich gar nicht ihren Interessen entspricht. Und da wäre es für mich Aufgabe der Politik, nicht zu sagen, weder bei den Verlegern einfach, ja, ihr habt dann Angst, gut, dann machen wir mal einen Verlegervorbehalt, oder uns zu sagen, na, wenn ihr freie Inhalte nutzt, dann nutzt einfach eben nur freie Inhalte, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo eben auch diese anderen, die nicht freien Inhalte, relativ einfach genutzt werden können, dass die auch noch bestehen bleiben. Das meine ich mit dem Gestaltungsspielraum, also nicht einfach nur aufnehmen, was aus der Community kommt und wer am lautesten ruft, der bekommt es dann, sondern dass man sich ganz bewusst auch hinstellt, wir haben hier ein Ökosystem, was über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte sehr gut funktioniert hat, mit sehr klugen Akteuren. Und wenn wir jetzt einen Bruch haben, aber einen Medienbruch. Aber nach harten Kämpfen. Ja, also ja, auch diese Vorschriften sind alle nicht vom Himmel gefallen. Nein, das ist richtig. Das ist alles nicht vom Himmel gefallen. Nur ich denke, bei diesem Medienbruch haben wir doch auch eine gemeinsame Verantwortung, auch der guten Player auf allen Seiten, dass wir dieses Ökosystem nach Möglichkeit auch in die neue Welt gut übersetzen und die Kompetenzen, die wir in der alten Welt hatten, auch in der neuen Welt weiter nachnutzen. Und da hilft es überhaupt nicht, so in scharfe Opposition zu gehen. Und ich glaube, dass in dieser Lobbyistendebatte, die ich im Urheberrecht als sehr intensiv geführt wahrnehme, dass da solche Scharfzeichnungen erfolgen, die in der Politik vielleicht etwas zu ungefiltert aufgenommen werden. Und das meine ich damit, dass man da etwas sinnvoller und etwas ruhiger auch die Dinge gestalten sollte, und zwar im Interesse aller Beteiligten. Und ich glaube, dass das Interesse der Beteiligten wesentlich besser abgebildet wird als manchmal in der verschärften Sprache der Lobbyisten, und zwar auf allen Seiten des Geschehens. Ich möchte gerne kurz hier intervenieren und einfach den Vorschlag von Herrn Schmid aufgreifen, über ganz konkrete Dinge zu sprechen, weil ich glaube, sehr viele hier im Publikum haben ganz konkrete Dinge, die sie in ihrem alten Arbeitsalltag belasten und beschweren und möchten darauf Antworten wissen. Und ich möchte mit zwei Fragen, ganz konkreten Fragen anfangen. Die erste Frage an Sie beide, aber an Herrn Schmid, der um konkrete Fragen gebeten hat, ganz besonders. Ich habe eine Website und ich möchte die für die Ewigkeit bewahrt wissen. Was tue ich? Wende ich mich an die Deutsche Nationalbibliothek, die ja auch für die Archivierung von Inhalten zuständig ist, wo ich aber nicht sicher sein kann, dass ich das hinterher noch online zugänglich habe, sondern auf den Leseplatz der Nationalbibliothek angewiesen bin? Oder was raten Sie dem? Soll er sich ans Internet Archive wenden und dort über Archive.it eine Archivierung in den USA veranlassen? Und ist das die Lösung, die Sie für Deutschland und Europa vorschlagen, dass man in Amerika Angebote hat, wo das geht? Oder wird es auch eine Lösung in Europa und in Deutschland geben? Das ist die erste Frage. Also was soll der Mensch tun, der das heute will, und zwar und nicht am Ende des Reformprozesses? Und die zweite ganz konkrete Frage, die gar nicht so viel mit Digitalisierung zu tun hat, aber sehr viel mit Schranken und die aktuell ist, weil durch die über das Internet zulässigen, zugänglichen Kataloge ist einfach bekannt ist, dass sowas passiert. Was machen Sie, wenn ein Forschungsnachlass zu Ihnen kommt? Also ein Wissenschaftler hat über einen Schriftsteller geschrieben
und er liebt den so sehr, dass er dieses Buch nicht vollgekritzelt hat, sondern er hat aus dem Buch, was er natürlich hat, was auch im Nachlass ist, Kopien gemacht, Fotokopien gemacht und hat dort Randnotizen gemacht. Das sind, ist urheberrechtlich zulässig, ist keine Frage, das sind wissenschaftliche Kopien für den wissenschaftlichen Gebrauch, sind vielleicht auch Privatkopien, aber eins ist ganz klar, sie dürfen nicht in die Bibliothek und nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Solche Forschungsnachlässe, solche Materialien kommen aber zuhauf in die Archive und die Bibliotheken. Und die Bibliotheken gehen damit ganz unterschiedlich um, die Archive auch. Manche machen das ihren wissenschaftlichen Nutzern zugänglich, was ja auch sehr vernünftig ist, weil ja aus diesen Bemerkungen man sehr viel auch Informationen ziehen kann. Andere sagen, ja, aber nur unter der Ladentheke, das heißt, wir stellen es nicht in den Online-Katalog, aber wenn Sie zu uns kommen, dann verraten wir Ihnen, dass wir das haben. Und wieder andere vernichten so etwas, weil sie sagen, das darf nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, dann dürfen wir das auch nicht haben. Was raten Sie denn nun einem Archiv? Sollen Sie es vernichten? Sollen Sie es unter der Ladentheke anbieten? Oder sollen Sie es sperren? Was sollen Sie tun? Ich glaube, das war jetzt eher eine Frage an Sie. Also ich würde das Gesetz ändern und eine verpflichtende Schranke einführen und das werde ich auch versuchen, aber ja, das wird auch eben entsprechend lange dauern. Was machen Sie jetzt? Also ich würde, glaube ich, nicht raten, den Forschungsnachlass zu vernichten. Das würde ich, glaube ich, nicht. Und ansonsten würde ich raten, noch ein paar Tage zu warten und wenn alles gut geht, werden wir uns dazu äußern. Das macht Hoffnung. Das macht Hoffnung. Es ist vereinzelter Applaus im Podium ist dokumentiert. Die zweite Frage, was ist mit der Internetarchivierung? Haben wir in unserem Herzen bewegt. Da ich jetzt das Wort habe, nur noch zwei Sätze. Und nur als Kommentar zu Ihrer Intervention. Ich würde gerne wegkommen von der Diskussion, dass, ohne Sie jetzt zu personalisieren, also ich nehme nur Ihr Statement, ohne dass sozusagen der Bibliothekar dem Verleger rät, was für ihn gut ist, eigentlich gut ist, und gleichzeitig der Verleger dem Bibliothekar rät, was eigentlich für ihn gut ist. Ja, denn Sie sagen, Leute, macht doch mit, das nutzt euch. Und ich höre eben als Argument von der Verlagsseite, zum Teil jedenfalls, wenn diese Dinge kommen, die angeblich drohen, dann können wir euch als Serviceeinheit für die Wissenschaft, für die Nutzer, nicht mehr mit diesen Inhalten versorgen. Also es ist sozusagen gut für euch, wenn es möglichst wenig Schrankennutzung gibt. Ich will das jetzt nicht bewerten, ich will nur sagen, mir wäre es lieber, wenn wir diskutieren, wenn jeder seine eigenen Interessen darstellt und wir auf dieser Grundlage dann eine politische Debatte führen. Und Sie haben völlig recht. Unser Job ist es im Grunde, und zwar der Job aller Beteiligten, diese Interessen klar zu artikulieren, nicht zu sagen, es war eigentlich für euch auch gut, sondern welches Interesse haben Sie als Gedächtnisorganisation ganz originär? Dann ist es Aufgabe der Autoren und der Unternehmen, der Kulturwirtschaft, ihr Interesse zu artikulieren und in der Tat, dann ist es der Job der Politik, eine abgewogene Entscheidung zu fällen. Aber ich glaube, auch für uns in der Politik ist die Grundvoraussetzung dafür, dass dieser Dialog stattfinden kann, dass alle Seiten an einer faktenbasierten Diskussion interessiert sind. Und ich muss schon zustimmen, also mit was für Desinformationskampagnen wir als Politikerinnen und Politiker täglich konfrontiert sind, das ist unglaublich. Also ich will nur zwei Beispiele bringen aus der letzten Woche, wo ich mir diverse Veranstaltungen zur Urheberrechtsreform im Europäischen Parlament angehört habe. Da waren einmal die STM Publishers Association, also die Wissenschaftsverlage, die erklärt haben, also zum Thema Text and Data Mining, dass
wenn Text- und Data-Mining unkontrolliert passiert mit schlechter Datenbasis, dann passieren große Katastrophen. Das wurde erklärt am Beispiel der falschen Vorhersagen des US-Wahlergebnisses und des Wahlsiegs von Trump, also wo im Grunde genommen suggeriert wird, wenn wir eine umfassende Text- und Data-Mining-Schranke haben, dann bekommen wir den nächsten Trump in Europa, so ungefähr. Also da wurde gesagt, ja, das Text- und Data-Mining, das ist so kompliziert wie ein Ferrari und wenn man da den falschen Sprit einführt, dann explodiert alles und so. Und ein anderes Beispiel, das waren die Zeitungsverleger der European Publishers Council, die uns Dokumente vorgelegt haben, wo gesagt wurde, ja, das europäische Leistungsschutzrecht ist kein Problem, denn das Teilen von Links mit Snippets ist ja von Urheberrechtsschranken abgedeckt, was schlicht und ergreifend nicht stimmt. Also auf Nachfrage sagten sie dann, das Zitatrecht würde das abdecken, aber es ist halt nicht so. Das heißt also, wir bekommen am laufenden Band schlicht und ergreifend Falschaussagen, insbesondere von Verlagslobbyisten, aber natürlich auch von vielen anderen Seiten. Und das macht dann natürlich diese Debatte, wo man davon ausgeht, dass alle Seiten das Beste wollen und an einer konstruktiven Lösung interessiert sind, wesentlich schwieriger. Ich glaube nicht, dass alle Seiten das Beste wollen, sondern ich glaube, es gibt Interessen und es ist völlig fair, diese Interessen zu artikulieren. Ja, und um das Bild komplett zu machen, also komplettiere ich Ihre Beispiele sozusagen nochmal aus der anderen Richtung. Letzte Woche hier eine Veranstaltung in Berlin, eine Diskussion, Intranet-Nutzung 52a, und da sagt ein Kollege, ja gut, also ich habe die Printausgabe dieses Lehrbuchs, und es gibt eben das Lizenzangebot des Verlages und es sei doch unerhört, dass dieses Lizenzangebot des Verlages das Zehnfache kostet wie das Printbuch. Punkt. Dann war das Statement zu Ende. Sie waren dabei, ne? Auf Nachfrage, naja gut, dieses Digitalisat kostet in der Zeit das Zehnfache des Printlehrbuchs, ist aber ausgestattet mit der Campus-Lizenz für mehrere hundert Studierende. Ja? Und auch das ist, um es vorsichtig zu sagen, eine grobe Verkürzung der Argumentation. Also, jeder soll bitte seine ureigensten Interessen artikulieren, soll argumentieren und dann machen wir den Faktencheck und gucken, was stimmt und was nicht stimmt. Was ich nicht außer Rede stellen will, wir haben es hier mit strukturellen Ungleichgewichten insofern zu tun, als die Zivilgesellschaft in dieser Diskussion natürlich, was jetzt sozusagen eine Verbandsorganisation angeht, in der Regel relativ schwach bestückt ist. Ja, Sie können das allerdings jetzt auch, und das ist ein gewisser Schritt zur Transparenz, über den ich mich freue, auf unserer Webseite sehen. Sie finden auf unserer Webseite sämtliche Stellungnahmen, die wir erhalten haben zum Urheberrechtspaket der Europäischen Kommission. Und Sie können einfach sehen, wer sich äußert. Ja, wir haben breit beteiligt. Das sind, glaube ich, mehrere hundert Adressaten, die unsere Beteiligung erhalten haben. Die Website ist frei zugänglich. Sämtliche Stellungnahmen, die uns erreicht haben, sind dort verfügbar. Und da ist es natürlich so, dass die Rechtsinhaberseite stärker vertreten ist als die Nutzerseite. Das ist im Moment so. Gut, bei der Wahrheit bleiben, da bin ich auch dafür. Und auch bei dem, was Sie ja angemahnt haben, bei den konkreten Problemen bleiben. Und ich möchte einfach jetzt die Chance nochmal nutzen und ins Publikum fragen, und zwar nicht nach Statements zum Urheberrecht allgemein oder zu den Problemen der Gedächtnisinstitutionen allgemein, sondern zu einem ganz konkreten Problem in der alltäglichen Arbeit beziehungsweise dazu, wie das geregelt werden soll oder geregelt werden kann. Denn hier haben wir die beiden, die uns sagen können, ob das geregelt wird oder nicht, und wir haben schon immerhin zwei Aussagen. Erstens, die Internetarchivierung bewegen Sie in Ihren Herzen, das finde ich ja schön. Und zum anderen, auch Forschungsnachlässe sollen wir nicht vernichten. Und wir können darauf hoffen, dass das Recht einen Weg findet, wie wir sie dann auch in Zukunft nutzen können. Jetzt weitere konkrete Fragen. Herr Frenz. Darf ich,
Herr Frenz ist der Leiter der Bildagentur Preußischer Kulturbesitz. Ja, heute Morgen hat der Vertreter der UNESCO einen guten Satz gesagt, indem er sagte, Rechte, die offline gelten, müssen auch online gelten. Ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere letzte Tagung in Hamburg, Zugang gestalten. Da wurde ja die Hamburger Note der Kultureinrichtungen verabschiedet und es ging darum, dass Kultureinrichtungen sagen, wenn sich rechtlich nicht etwas ändert, dann können wir alles das, was wir in unseren Sammlungen haben, was das 20. Jahrhundert betrifft, digital nicht zeigen. Und ich möchte jetzt ganz konkret werden. Also wir haben für Kultureinrichtungen die Privilegierung im analogen Bereich, dass es die sogenannte Katalogbildfreiheit gibt. Das heißt, eine Kultureinrichtung kann ihre Sammlungen auch von geschützten Werken, die sie da drin haben, in einer analogen Ausgabe präsentieren. Sie kann das aber nicht in einem digitalen Katalog zeigen. Also es gibt keine digitale Katalogbildfreiheit. Das wäre für Museen ein riesiger Durchbruch, wenn es diese digitale Katalogbildfreiheit geben würde als Schrankenregelung, sodass sie eben auch die Werke des 20. Jahrhunderts zeigen können. Und das wäre sicher auch im Interesse sehr vieler Künstler, weil sie es nämlich geradezu als Werbung sehen, wenn gezeigt wird der Weltöffentlichkeit über das Internet, dass ihre Werke in dem und dem Museum sind. Ist die Katalogbildschranke, ich bin mir immer nicht sicher, ob das der richtige Terminus ist, aber ist die Möglichkeit einer Abbildung von dem, was Gedächtnisinstitutionen in ihren Beständen haben, ist so etwas in den Reformüberlegungen vorgesehen? Also ich fürchte, dass Deutschland das tatsächlich alleine nicht machen könnte, dass es da keine Entsprechung gäbe in der Infosorg-Richtlinie. Vielleicht können Sie mich da korrigieren, weil das Problem ist halt natürlich, dass die Rechte, die betroffen sind, auch dank der internationalen Verträge aus den 90er Jahren im Offline- und im Online-Bereich andere sind und dementsprechend die Aussage, dass die Rechte, die es offline gibt, auch online gelten müssen, dann leider im Zweifelsfall eher für die Rechteinhaber gelten, aber dass die Schrankenbestimmungen als solche eben keine Rechte darstellen. Und das ist, denke ich, auch ein riesiges Problem. Ich muss sagen, dass die Europäische Kommission diesen Gestaltungswillen, tatsächlich irgendwie Dinge zu ermöglichen, die nicht jetzt schon möglich sind, größtenteils vermissen lässt. Was man auch eben genau daran sieht, dass oftmals solche Regelungen vorgeschlagen werden, die eigentlich ja, wenig Veränderungen tatsächlich bei den Mitgliedstaaten erfordern. Insofern also in dem Kommissionsvorschlag, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, gibt es nichts dergleichen. Aber ich glaube, wir müssen uns mit der Frage der öffentlichen Zugänglichmachung durch Gedächtniseinrichtungen jetzt aus verschiedenen Gründen auseinandersetzen, nämlich auch aufgrund des EuGH-Urteils von gestern, weil selbst wenn wir auch nur erreichen wollen, dass es keinen Rückschritt in Deutschland gibt, müssen wir, denke ich, da europäisch was verändern, weil der EuGH hat gesagt, okay, in Fällen, in denen es keine optionale Schranke seitens des europäischen Gesetzgebers gibt, kann man nicht einfach auf Basis einer Vermutung die Rechte von Rechteinhabern durch Verwertungsgesellschaften verwalten lassen, wenn die dem nicht zugestimmt haben. Das heißt im Umkehrschluss, dass es möglicherweise erlaubt ist, solche Regelungen wie die vergriffenen Werke weiterzuführen, sofern es eine Entsprechung im europäischen Gesetz gibt in der Form von Schrankenbestimmungen. Und da ist es bisher eben so, also Gedächtniseinrichtungen, die dürfen zwar vervielfältigen, dafür gibt es eine optionale Schranke, öffentlich zugänglich machen im Internet, aber eben nur auf den eigens eingerichteten Terminals. Und insofern, um auch die vergriffene Werkeregelung in Deutschland zu retten, wäre es jetzt so ohnehin angesagt, mindestens optional auf europäischer Ebene diese Regelung mit den Terminals zu streichen, damit man eben sagen kann, okay,
grundsätzlich ist es den Mitgliedstaaten möglich, auch die öffentliche Zugänglichmachung durch Gedächtniseinrichtungen zu erlauben. Man kann sicherlich da noch einen Schritt weiter gehen, aber das wäre, denke ich, erstmal das absolute Minimum, um dafür zu sorgen, dass nicht jetzt infolge des EuGH-Urteils sogar der Gestaltungsspielraum noch verengt wird. Ich habe jetzt eine sehr schwere Aufgabe. Nämlich die Aufgabe, hier allen zu sagen, wie spät es ist. Wir sind tatsächlich mit der Zeit schon um, obwohl im Grunde jetzt gerade die Diskussion ja durchaus spannend wird. Oder habe ich mich verguckt? Nein, wir müssen jetzt im Grunde schon die Bühne räumen. Aber trotzdem, es brennt uns auf den Nägeln. Wie geht es weiter? Ganz kurz, ich habe Herrn Schmid so verstanden, bei konkreten Problemen bleiben, die konkreten Probleme benennen und dafür kämpfen, dass dort Lösungen gefunden werden. Ich habe Julia Rehde so verstanden, wir brauchen Änderungen im europäischen Rahmen, weil sonst die Fesseln des nationalen Gesetzgebers auch zu eng sind, um überhaupt etwas machen zu können. Erich Steinhauer. Was sollen wir weiter tun als Gedächtnisinstitution, die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen so zu bewirken, dass wir wieder handlungsfähig oder dass wir überhaupt handlungsfähig werden? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, die Probleme, die es gibt, zu adressieren. Und als Gedächtnisinstitution haben wir zumindest sehr viel Material, was ja auch noch urheberrechts- oder schon urheberrechtsfrei ist. Das heißt, wir können natürlich durch gute Dienstleistungen, durch gute Services schon mal eine Welt beispielhaft präsentieren, in der eine reichliche Zugänglichkeit als Verlockung gewissermaßen präsentiert wird, um dann zu sagen, das andere, das hätten wir ganz gerne auch noch zu vernünftigen Bedingungen da drin. Und was wir natürlich immer brauchen, ist auch eine Unterstützung der Politik. Herr Schmid hat gesagt, dass die Rechteinhaber sich immer sehr stark artikulieren. Wir sind strukturell als öffentliche Einrichtungen nicht so sehr dazu in der Lage. Wir brauchen eigentlich, wenn ich so will, die Unterstützung der Politik, vor allen Dingen auch der Ministerien, die eigentlich auch Anwälte dieser öffentlichen Interessen sind. Also ich sehe mich nicht als öffentliche Einrichtung, als Lobbyist wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, sondern ich bin die öffentliche Hand, ein Stück der öffentlichen Hand, und die öffentliche Hand sollte auch mal zu sich selber gut sein und uns nicht so behandeln, als seien wir ein externer Stakeholder oder so, sondern wir sind ja Fleisch vom eigenen Fleisch, das mal so zu sagen. Das ist ein wirklich schönes Schlusswort. Es ist richtig, kulturelles Erbe ist sexy und es ist unsere Aufgabe, auch den Gesetzgeber zu verführen, uns die Möglichkeiten zu geben, die wir brauchen. Vielen Dank.